Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Wie manche schon sehen, spiele ich hier Battlefield Bad Company 2 Rush, also Squad Rush auf Harvest Day oder Erntetag auf Deutsch. Ich spiele mit der M95 ACOG Visier und Magnum Munition und C4 habe ich dabei, weil irgendwie Mörserschlag finde ich unnütz. In dem Gameplay quickscope ich so ein bisschen, funktioniert ganz gut auf der Konsole. Warum das Video erst so spät kommt, ich hatte ja auch ein Bulletin gepostet, dass ganz einfach mein PC Schrott gegangen ist, während ich das Video gerendert habe. Und deswegen kommt das jetzt auch so spät, mein PC ist immer noch nicht heile. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der heile ist, aber ich habe den noch nicht zu Hause, der müsste jetzt die Tage so kommen. Zum Gameplay vielleicht nochmal, dass das wirklich nur ein kurzes Gameplay ist und wir uns nur kurz vorstellen wollten und dass bald auch weitere Videos folgen werden von Battlefield 3 oder Montagen und sonstiges. So, jetzt kommen wir zu meiner Seite. Ich heiße erstmal Robin, bin 17 Jahre alt und ich habe auch einen anderen YouTube-Kanal, der ist Kater94. Und ich bin mit meinem Freund Mitglied der Elite Gamer, des Elite Gamers Kanal. Und ja, wir haben dieses Video heute bei mir gemacht, weil, wie gesagt, schon sein PC kaputt ist. Und ja, mein PC ist auch nicht so der beste, aber ich krieg bald einen neuen und damit werde ich dann auch von meinerseits eigentlich recht gute Montage machen. Oder werden wir auch Live-Commentaries für Battlefield 3 machen, gleich am ersten Tag, wo es rauskommt. Und halt schon vorher, am 26.10. sollte sowas schon kommen. Vielleicht kommen auch noch ein paar Sachen zur Kampagne. Und ja, ich werde mir für die Montagenprogramme holen, wie Adobe After Effects, Peugeot, Sony Vegas und natürlich Cinema 4D. Natürlich kaufe ich mir das alles. Und ja. Ja, also ich werde wahrscheinlich zu Battlefield 3 auch Beta-Gameplays schon hochladen. Da auch ein Kumpel von mir einen Beta-Key hat, dann werden wir davon auch schon eher Videos bringen. Also die Beta startet ja jetzt Anfang Oktober bzw. Ende September. Das heißt, dass in 2 bis 3 Wochen dann das erste Gameplay so kommen wird. Und ich muss sagen, ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel. Da warte ich schon seit Anfang dieses Jahres drauf. Natürlich werde ich mir auch Spiele wie Modern Warfare 3 holen oder Uncharted 3. Aber Battlefield 3 ist irgendwie für mich das Highlight dieses Jahres an Games. Wie siehst denn du das? Also ganz ehrlich gesagt, für mich ist das der erste richtige Shooter. Das will ich jetzt auch nicht lügen, weil mein PC einfach damals oder bis heute noch zu schlecht war. Weil es einfach zu dolle geleckt hat. Ich habe mir jetzt auch MW2 mal geholt, aber ich nehme da mit 25 FPS auf. Und ja, das sieht man auch an dem Edit-Test, den wir vorhin hochgeladen haben. Also das ist richtig schlecht, weil es sehr dolle leckt. Und die Games, die ich halt davor gezockt habe, waren jetzt nicht so toll. Das waren einfach nur so eine Anime-Shooter, die einfach nichts größere Anforderungen für den PC waren. Ja, aber das ist ja bald vorbei, weil mein PC kommt nächste Woche, also bis 1 in 2 Wochen an. Der wird dann so 3,3 GHz haben und eine Pro-Gamer-Grafikkarte. 590 GeForce 590 GTX. Ist eigentlich die beste, die gerade auf dem Markt ist. Und zu Modern Warfare 3, das werde ich mir auch holen für die PlayStation 3. Und wir werden uns zusammen auch noch ein Aufnahmegerät kaufen. Also ich habe keine Ahnung, wie viel teuer das nochmal war. Und wir werden auch Montagen auf jeden Fall auch noch machen. So, jetzt mal zu meinem Freund. Also ich werde mir MW3 auch für PS3 holen, weil Activision die PC-Version immer scheiße supportet. Wie bei Black Ops, also da haben sie ja gar nichts gepatcht auf dem PC. Und wir zu dem Aufnahmegerät, wir werden uns die HD PVR holen. Die kostet so um die 170 Euro. Und man sieht ja, also die Qualität ist halt richtig gut davon. Weil man sieht ja hier auch, ich zocke auf PS3 und das ist halt HD-Grafik. Also besser geht's nicht, was Konsolenaufnahmegerät angeht.
Das Gameplay ist jetzt auch schon vorbei. Es war ein 9-0. Wie gesagt, war nichts mega Spannendes. Aber ich dachte so, fürs kurze Video kann man das mal hochladen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Leute. Bis bald.